Ja, wir sehen jetzt das erste Best of Three zwischen Blei und Mana hier bei dem World Championship Series Europe. Es ist die zweite Runde des Una Bracket Grids, wenn man denn so will. In der linken unteren Ecke von Team Acer Blei und in der rechten oberen Ecke von Team Mousebots Mana. Und ich finde mit Daybreak natürlich eine sehr schöne erste Map, weil Daybreak halt in meinen Augen zumindest eine ziemlich balanced Map ist. Und von daher super natürlich für die erste Map, klar. Große Map. Das heißt, man kann hier auch durchaus Nexus First spielen. Man kann hier wirklich diese Makro-Games erwarten. Aber auf der anderen Seite, bei Blei weiß man natürlich nie. Der ist auch mal gut für einen Spinecrawler-Rush da. Gerade Den auf packt er dieser Map. normalerweise nur aus, wenn wirklich ein Nexus First kommt. Auch da nicht immer. Aber das ist eben so der eine Stil, wenn er es teilweise Ja. macht. Das weiß Mana allerdings auch. Und das Ding ist halt, wenn du weißt, dass das gespielt wird, oder wenn du die Taktik kennst, dann kannst du da halt einfach eine neue Cannon setzen, setzt die ein bisschen offensiver und dann bist du damit schon ein bisschen besser dran. Wenn du es halt nicht weißt und die ersten paar Mal, wenn es halt gegen jemanden gespielt wird, da klappt sowas dann halt. Ja, ich muss auch sagen, ich habe es auch Blei länger nicht mehr spielen sehen. Ich wollte es auch nur erwähnt haben. Er müsste dann halt auch das Gas dafür schon bald nehmen. Und Naja, es. also er macht es eigentlich immer erst dann, wenn er es halt wirklich auch scoutet. Ja. Also er hat jetzt ja einen Overlord auf dem Weg, dann sieht er den Nexus First, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er es hier spielt. Gerade in so einem Turnier wird er es nicht machen. Ja. Ist halt ein Unterschied, ob du in einem Online-Cup spielst oder ob du es dann halt wirklich hier auf so einem WCS Europe machst. Ja, ich meine, 60.000 Dollar ist das Preisgeld. Das ist halt auch eine enorme Hausnummer. Und, Ich hab. Sorry, wenn ich dich ja gerade ja. unterbreche, aber du musst wohl die Runde in deinem Overlay ändern. Ist schon längst gemacht. Das dauert auch ein Okay. bisschen, bis sich das aktualisiert. Ah, Ich okay. arbeite mit diesen XSplit-Dingern. Hast du schon mal. Kennst du das mit den TXT-Dateien? Dann Nee, ändert ich glaube sich. nicht. Dann, du kannst halt, ohne dass du da wirklich in deinem XSplit was machen musst, änderst du das einfach in der TXT. Okay. Also können wir gerne mal drüber reden. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Vorteil ist, aber ist es auch irgendwie gerade, glaube ich, Genau, nicht so wollte ich viel am gerade sagen. Platz. Ja, also Mana spielt tatsächlich Nexus First und Blei eben nicht mit dem Spinecrawler Rush, weil wir gesagt haben, ja, 60.000 Dollar Turnier machst du vielleicht nicht unbedingt. Was aber vielleicht fast schon wichtiger ist, ich meine, krass auch, was da noch auf den Global Finals auf einen wartet. Da gibt es dann eine Viertelmillion Dollar nochmal Richtig, Preisgeld. 100.000 für den ersten. 100.000 Nette allein. Position hier gerade, wenn du dir das mal anguckst. Der eine Link ist wirklich jetzt noch in der Lage, das Gate anzugreifen. Reinkommen sie nicht. Mana mit einem kleinen Fehler beim Cybernetics Core hat es fast versaut, aber er kann zumindest mit dem zweiten Gate, hat er jetzt den Wall halt komplett zugemacht, bis die Cannon fertig ist. Wartet dann, bis das erste Gate durch ist, bricht ab, bildet den Core und damit hat er es halt auch drin. Das Ding ist halt, Mana auf der Karte hat normalerweise zwei Strategien, die er wirklich sehr, sehr gerne spielt. Die eine ist, dass er Blinkstalker spielt auf Plus 2. Das ist wirklich sehr, sehr stark und er hat halt auch das Micro dafür. Also sein Blinkstalker Micro ist wirklich genial. Ja. Und gegen Stefano zum Beispiel, was er auch gespielt hat auf der Dreamhack in Stockholm, in Jönköping, war halt, dass er auf Immortal Push geht. Das sind zwei richtig geile Timing-Attacken, die er hier normalerweise fährt. Ich habe jetzt auch schon Spiele von ihm gesehen, wo er die dritte oder sowas nimmt. Aber das sind halt so zwei Trademark-Styles, die er wirklich extrem oft gegen Zerg spielt. Ja, ich habe auch schon vorhin gesagt, als du weg warst, mit dir haben wir eigentlich quasi so einen kleinen Mana-Fachmann, wenn man so will. Verbringst ja auch aktuell sehr viel Zeit mit ihm. Er ist ja auch im GOM-Haus, glaube ich. Ja, wow, also das habe ich jetzt mal überhaupt nicht erwartet. Das Stargate. Ja, also wirklich gar nicht. Also wie gerade gesagt, Mana normalerweise die meiste Zeit hat er halt eben diese Timings gespielt, wo er dann entweder über die Blinkstalker geht. Ich habe ihn jetzt letztens auch für irgendeine Liga noch ein Spiel machen sehen auf Daybreak, wo er dann eben nicht Blinkstalker gemacht hat, aber halt auch gleich meinte, ja, eigentlich wollte ich Blinkstalker machen. Aber wegen dem Lag, also er hat auf NA gespielt, hat er gemeint, aber wegen dem Lag, den ich halt habe, macht das dann halt doch nicht. Also das erstaunt mich jetzt wie gerade richtig. Aber Blei sieht das Stargate mit dem Overlord. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, nicht mal so wirklich. Er will es halt auch nicht verstecken. Also es ist nicht, er wird Void Rave spielen. Er geht jetzt hier. Also ich würde mich wundern, wenn ich jetzt einen Phoenix sehe. Werden wir gleich rausfinden, aber ja, da kommt der Void Rave halt gleich. Er will es damit das nicht irgendwie verstecken. Wenn du es verstecken willst, dann baust du normalerweise ein Stargate oben rechts vom Nexus und wartest dann halt auf den vierten Phoenix, bevor du rausgehst. Wenn du es jetzt hier unten baust, dann bist du mit dem Void Rave halt schneller beim Gegner. Du zeigst das Ganze auch. Du willst ja eigentlich eine Reaktion provozieren. Du willst, dass er auf Hydras geht, am besten natürlich. So, Ja.
und dann, dass du dann mit Kolossen kommst. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, wenn der Zerg wirklich überreagiert. Blei ist halt ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat. Music don't work. Mana ist so ein scheiß Troll manchmal. Eigentlich immer. Der, ohne Witz, die beiden zusammen, er und sein Bruder hier im Gomhaus, das ist so krass. Du kannst mit denen keine normale Konversation führen, das ist unmöglich. Es ist einfach nur Maske-Trolle die ganze Zeit. So. Ja, und er holt aber einen Phönix dann hinterher, also nimmt jetzt erstmal die Overlords. Macht er natürlich, damit er auch die Möglichkeit hat, vielleicht eine Queen zu liften und dann mit dem Voidrite auch noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Was aber gerade auf dieser Map jetzt sehr wichtig ist und deswegen gefällt mir das blöde Voidrite eigentlich auch ganz gut. Du hast hier viele Positionen eben, wo der Zerg-Spieler sonst mit seinen Overlords einfach steht, gerade gegen Protoss. Und lange, lange Zeit steht und viele Bewegungen einfach sieht. Jetzt sogar Blei im Supply-Block dadurch. Und er holt tatsächlich den Hydra dann. Also ja, genau, er kriegt das halt jetzt noch einen anderen Overlord, das ist halt nicht der einzige, sondern jetzt ist halt der zweite Overlord auch down, deswegen und den kriegt er auch noch. Vier. Er kriegt noch. Hat es halt aber in der vierten, den, ja, exakt. Also genau, den vierten, den holt er sich jetzt auch noch. Ja. Also das ist echt ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Bleibt hier weiterhin lange Zeit zu Blei-Block. Weil Overlords jetzt gleich am rauspoppen. Und er holt die Hydras. Und wenn Mana, ja, er hat die Robo ja schon, er holt den Immortal, da dann auch auf Kolosse geht. Oh, ja, das Interessante ist nämlich, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum Blei so aggressiv auf Hydras geht. Und das macht auch dann wirklich nur Sinn, wenn, wie du es jetzt halt schon siehst, er irgendwie auch aggressiv werden will. Und er geht es halt auch direkt aufs Nidus Network. Also wir werden dann von ihm definitiv den Versuch sehen, hier halt Druck auf die Wall vorne aufzubauen. Und er hat den Link immer noch dort. Er wird also versuchen, mit einem Forward Nidus hier noch ein bisschen was zu reißen. Mhm. Und das hat bis jetzt Mana halt noch nicht gescoutet. Hat allerdings jetzt auch einen Observer auf dem Weg. Und wenn er das dann sieht, das wird dann halt auf jeden Fall nochmal ganz interessant werden. Aber momentan traut er sich halt mit dem Observer auch nicht rein, sondern will jetzt eher erstmal die Creep-Tumore zerlegen. Ja, oh, da kommen die Phönixe. Die Frage ist natürlich auch, wo setzt Blei den Nidus? Er hat hier vorne nur einen Link, wenn er stirbt, hat er keine Vision vorne. Verliert jetzt aber den Voidray gegen die Hydras. Also das war jetzt auf jeden Fall suboptimal, aber der Link ist halt da. Und da kommen auch gleich zwei Zealots angelaufen. Aber wenn er den jetzt kriegt, oh, er kriegt den Link. Ja, klar kriegt er ihn. Selbst wenn er ihn nicht kriegt, ist es egal, weil die zwei Zealots zerlegen den Nidus Network, wenn er gezogen wird. Ja. Und es ist halt genau die Position, wo du den Nidus platzieren würdest. Richtig. Und Mana hat halt, du hast ja gesehen, Mana hat die reingewarpt. Er wollte die dort haben, weil er hat gesehen, Nidus Network, und es ist halt die Position, auf der du normalerweise dann direkt lostigerst. So, und jetzt kommt Blei halt mit weiteren Lingen nochmal rein. Mana hat die Linge auf jeden Fall gesehen, dürfte sie gesehen haben. Nimmt die Queen hier nochmal raus, verliert aber ärgerlicherweise nochmal einen Phönix. Nein, nimmt sie nicht raus, weil der Phönix verloren hat. Also du brauchst genau vier Phönixe, um die Queen mit einem Lift zu bekommen. Und wenn einer stirbt, dann haut's halt nicht mehr hin. Na, kommt jetzt halt das Nidus Network nochmal mit rein. Und Mana halt mit dem ersten Kolossus, aber den hat er also nicht. Und auch Range wird nochmal eine Weile down. Er läuft halt hier gerade raus und fängt die Linge jetzt erstmal ab. Und solange er seine Phönix mit dabei hat, er kann jetzt halt hier auch anfangen, Hydralisks wirklich abzufangen. Ja, oh. Also da kommt Blei einfach noch nicht schnell genug raus, auch aus dem Nidus. Ja, also für Mana ist das jetzt wirklich ziemlich geil. Du musst dir mal die Harvester angucken. 47 gegen 54. Also Mana steht hier sehr, sehr gut da gerade. Ja, und ganz, ganz wichtig eben, alles mit diesem Stargate begonnen, dadurch, dass Blei halt gezwungen war, auf Hydralisten zu gehen, lange Zeit Supply-Block war und auch die Queens verloren hat. Also das Spiel entwickelt sich sehr zu Manas Gunsten. Extended Thermalance ist auf dem Weg. Blei muss natürlich auf Investoren gehen. Und Mana hat jetzt theoretisch auch die Möglichkeit, die dritte zu nehmen oder er pusht halt raus. Also, du bist nicht zwangsläufig gezwungen, auf die Hydras zu gehen. Das Ding ist halt, wenn als Blei das gesehen hat, wenn du mit einem Stargate startest, dann hast du halt dementsprechend auch dein Colossus-Tech ein bisschen verzögert. Ja. Und das wollte Blei sich halt zunutze machen, indem er nicht nur auf die Hydras geht, sondern zeitgleich mit dem Nidus Network eine Möglichkeit hat, da schnell vorne zu sein. Wenn er dann nämlich Druck aufbauen kann auf die Front, dann zieht er halt erstmal das Cybernetics Core ab, er holt die Forge mit raus, also keine Upgrades mehr, und kann dann halt reinpushen. Und wenn er das gut timet, dann kann er da eventuell das Ganze sogar beenden, bevor Mana seinen ersten Colossus und damit ein gutes Mittel gegen die Hydras hat. Du darfst auch nicht vergessen, dass der Colossus erstmal nur 6 Range hat, bevor er das Upgrade hat. Ja. So. Ja, jetzt Mana, also Mana ist jetzt halt in einer geilen Position. Er kann sich jetzt die dritte holen und weiß genau, dass je mehr Kolosse er hat, desto besser gegen die Hydra ist. Ja, richtig. Blei jetzt natürlich mit dem Spire, mit dem Hive-Tech. Also ich hätte mir den Spire ehrlich gesagt sogar eher halt gewünscht. Gerade wenn du ja Hydra spielst.
holst du in der Regel einen Spire relativ früh, damit du Corrupt hast, damit du nicht so anfällig gegen Kolosse bist. Aber wie schon sagtest, Blei hatte darauf spekuliert, dass er da halt deutlich eher noch Druck machen kann. Nimmt jetzt die vierte und Mana geht raus. Weiß nicht, ihr solltet die Rocks vielleicht in der Mitte kaputt machen. Guck mal, was Mana momentan an Geld auf dem Konto hat. Der hat jetzt wirklich einiges und kann es halt auch entsprechend mal reinwarpen. Hat jetzt auch wieder den Cooldown ready. Das ist eine der Sachen, die Mana teilweise übrigens im Late Game ein bisschen verpeilt, dass er die Gateways nachzieht. Hier ist es nicht so wichtig gerade, also hier hat er jetzt genug. Aber gerade gegen Terran macht er manchmal den Fehler, dass er vergisst, die Gateways wirklich zu bauen, wenn er sie braucht. Hier ist nicht relevant, aber gerade mal so als Trivia noch mit rein, wo man wieder manchmal ein paar Probleme hat, woran er selber jetzt halt auch arbeitet, dass er das ein bisschen besser hinkriegt. Sehr das gut halt auch, super. Sehr gut, dass er hier gerade die Phönixe erst vorschickt, den Watchtower sich quasi Blei entreißt und jetzt geht's hier langsam hoch, die Phönixe immer wieder ein Stück nach vorne, damit er hier schauen kann und auch das Warp Prism ist auf dem Weg, dass er hier auch nochmal reinwarpen kann. Er muss es aber auch vorsichtig sein, weil Blei hat schon eine ziemlich starke Armee jetzt rein vom Supply her, aber Mana ist immer noch ein Vorteil. Schön die Infestoren jetzt geliftet rausgenommen. Verhindert damit den Fangel und damit kommt er natürlich gut in den Kampf hier vorne rein. Viele, viele Force Fields. Verliert zwar die Phönixe. Aber er kann halt seine Range ausspielen über die Kolosse und das macht er jetzt auch gerade. Also Blei ist es wie gesagt richtig, richtig in der Bredouille, weil er einfach die falsche Composition hat. Es war auch so gut, einfach mit den Phönixen da die Infestoren zu nehmen, weil dadurch konnte er sich wirklich so positionieren. Ja, dadurch kam der Fangel nicht und er konnte seine Armee da hinstellen, wo er sie wollte. Verliert jetzt zwar den Koloss, aber das sind so viele Stalker, dass er hier die Corrupter easy rausnehmen kann. Es sind einfach deutlich zu wenig, auch den Immortal jetzt verloren. Aber Mana, ich sehe nicht, wie Blei den jetzt nochmal stoppen kann. Nimmt auch hier, ja, GG, 1-0 Mana. Easy.